Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Team Asia. Team Asia, Folge 5. Ja, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr lieben Leute. Ja, ich bin hier. Also ich gehe noch einmal in diesen Baum-Dungeon da, in diesen... gehe ich noch einmal durch. Weil ich jetzt nicht genau weiß, ob es dir jetzt... Ja, eigentlich weiß ich nicht genau, wie es da weitergeht. Und nachdem ich es nicht genau weiß, obwohl ich schon überall geschaut habe, oder glaube, überall geschaut zu haben, ist es, ja, vielleicht doch noch einmal wichtig, dass ich jetzt noch einmal das Ganze durchschaue mal. Ja. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Bam. Powerschlag. Noch einmal drauf. Fast. Fast. Passt. Also da drin geht es einmal nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Das weiß ich. Also kann es eigentlich quasi nur noch da oben weitergehen. Ich schaue nochmal da kurz durch und dann werde ich schauen, dass ich irgendwie versuche, die Erinnerung da zu beenden. Das ist quasi eine Erinnerung. Zack, 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 weg, 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 weg. So, und du bist hinüber. Bam. So. Und tschüss. Ja, mache ich sehr gut. Und ich bekomme auch immer wieder Leben dazu. Finde ich richtig cool. Also ich finde das Spiel schon richtig sehr gut eigentlich. Mittlerweile cool. Oder? Also ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt noch erwartet. Ich glaube, ich muss... Wow. Ich muss auf jeden Fall... Zack, zack. Bam, drauf. Passt. Haha, Leute. Ja, finnischen Schlag. Also ich finde das richtig cool, so dem Kampf... Wow, die Kampfmechanik. Zack, du bist tot. Also man musste schon gewisse Kombinationsgriffe machen. So, und zack, der ist einmal tot. Weil da rein muss ich auf jeden Fall noch, Leute. Schaut mal, aber da kann ich nicht rein, weil da ist giftig. Somit schätze ich mal, dass ich diese Erinnerung einmal vorerst beenden muss. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es einmal. Das habe ich auch schon gelesen. Hier komme ich auch nicht durch, hier auch nicht. Also es geht sich niemals aus, dass ich da... Ja, dass ich das mache. Also, es geht sich nicht aus. Wow, meine Nase beißt, Leute. Ich hasse es. Ich könnte sogar einmal wieder aufleveln, Leute. Vielleicht mache ich das auch. Also, ich weiß jetzt... Ich kann nur dorthin. Schaut mal, da ist es nämlich... Ja, da kann ich nichts machen, Leute. Also ich weiß es echt nicht. Genau. Darauf, da komme ich dann hier rüber. Kann ich da vielleicht runterhüpfen, Leute? Ja, da kann ich sogar runterhüpfen. Ja, also... Ich glaube, ich werde die Erinnerung beenden. Das weiß ich jetzt ehrlich nicht, wie das jetzt geht. So, Stufenaufstieg, Leute! Ich würde meine Stärke weiter nach oben drillen. Und könnte ein Talent freischalten.
Aber da spare ich noch ein bisschen zusammen, Leute. Erinnerung beenden. Möchtest du den Erinnerungsprozess beenden, du verlierst jeglichen nicht abgesperrten Fortschritt und kehrst zum Hügel des Philosophen zurück. Ja! Beenden wir mal die Erinnerung. Also ich kann es ehrlich jetzt nicht sagen. Ich glaube, da komme ich noch nicht durch. Also ich komme noch nicht weiter mit dieser Erinnerung. Das wollte ich gerne nicht damit sagen. So. Hügel des Philosophen. Ja, die Baumding da. Pff. Leute. Grausam. So, geht schon. Taste drücken, geht schon. Philosophers Hill. So, da ist jemand. Schau da mal. Wer ist das? Mhm. I see me, genau. Corvus, bist du bereit, dich zu erinnern? Seelenthronmenü. Corvus, bist du bereit, dich zu einem Erinnerungsprozess fortsetzen? Genau. Bäume mehr. Ich könnte ausruhen. Genau. Talent freischalten. Nö, fortsetzen. Also bei ihr kann ich mich auch ausruhen. Jetzt bin ich wieder... Da, gut. Ich werde mal schauen, was ich da bekomme. Was haben wir da? Notizen von Edward dem Gesegneten. Edward der Gesegnete. Besondere Freude bereitet mir der jährliche Besuch des Hügels des Philosophen mit den Kindern. Es erfreut mich, sie herumlaufen und miteinander spielen zu sehen und lässt mich die Turbulenzen im Königreich jedes Mal aufs Neue kurzfristig vergessen. Na, das ist aber süß. Seit kurzem grassiert eine seltsame Krankheit in den Landen jenseits unserer Grenzen. Ich muss dafür sorgen, dass unser Königreich darauf vorbereitet ist. Also wird es wahrscheinlich das gewesen sein mit den Kinderfesten. ja. Auch ein bisschen... Es ist traurig, Leute. Es ist echt traurig. Also wenn man da wirklich bedenkt, wow. So eine grassierende Krankheit geht da um. Der Erinnerungsprozess fortsetzen wäre da, das. Schau mal, wie viele Erinnerungsdinger da wir da noch haben, Leute. Damals sowieso nichts, gut. Weil da bin ich reingegangen vorher, also da wo ich jetzt wieder rauskam. Ich muss hüpfen, Leute. Kann ich nicht hüpfen? Da gibt es ja sowieso nichts, Leute. Was ist denn da eigentlich hinten? Da kann ich auch nicht hin. Schauen wir mal darüber. Bin ich da sicher oder bin ich da nicht sicher? Nö, natürlich. Muss ich wahrscheinlich die... Erinnerung weitermachen. Kann das sein? Was haben wir da? Okay, da kann man auch nichts machen. Da war ich natürlich noch nie, das ist klar. Also irgendwie, was haben wir da zum Beispiel? Alte Inschrift am Tor. Es ist ein mahnender Aufruf der alten Könige. Nur wer selbst einsieht, wird niemals verloren sein. Was haben wir da? Oh mein Gott. Oh! Ich glaube, ich muss weitermachen. Ich muss die Erinnerung fortsetzen, Leute. Nur dann kann ich dadurch. Aber wie geht's weiter? Was ist denn da los? Warum geht's da nirgends weiter, Leute? Mal schauen. Nö, also kann ich springen oder irgendwas? Das könnte ich jetzt gar nicht. Ja, da ist auch gesperrt, da komme ich nicht durch. Also, ich glaube, ich muss den Baum der Erinnerung, den Baumwelt da, keine Ahnung, werde ich fortsetzen müssen, schätze ich mal. Kann das sein? Weil da reinkomme ich nämlich gar nicht. Ja, dann muss ich halt das weitermachen. Gehen? Nö, kann ich jetzt auch nicht durch, ne?
Ja, ich muss das mit den Bäumen fertig machen, Leute. Erinnerung, Bäumemeer. Zum Bäumemeer. Also es bleibt mir nichts anderes über, als ich zu den Bäumemeer wieder gehe. Keine Ahnung, wie ich das irgendwie bewältigen kann. Vielleicht noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, dann wieder aufleveln auf irgendwas, wo ich quasi die Ding bekomme. Sea of Trees. Bäume mehr. 370. Ich schaue mal ganz kurz hier hin. Talent freischalten. Was haben wir da? Ausweichen und zustoßen. Dann haben wir Ausweichen und aufschlitzen. Parieren. Da haben wir die Parade. Ist schon freigeschalten. Und da haben wir Parieren Stufe 2. Verteidigung Stufe 2. Kurzes Ausweichmanöver, langes Ausweichmanöver, Schrittsprung. Klaue vielleicht, Langklaue, Kurzklaue. Feder, die Federn genau. Strategien. Seuchenwaffe Stufe 2 wäre cool. Ja, nehme ich das einmal, Leute. Aber irgendwie... Die Droprate von Gegenständen wird geringfügig erhöht. Abzuschwächen. Erhöhte Zeit bis feindlichen Wunden verheilen. Die Droprate von Gegenständen... Okay, Perfektionist. Adrenalin. Wenn Corvus Gesundheit unter 20 fällt, erhältst du dauerhaft einen Stapel Offensivbuff. Steigt Corvus Gesundheit auf 20% oder höher, geht der Buff verloren. Gesundheitsenergie. Okay. Also da... Seuchenwaffe. Okay, Leute. Also da ist einmal... Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss, Leute. Das weiß ich nicht. Jetzt bin ich noch immer am Bäume mehr. Ich glaub's nicht. Also sage ich ja, die ersten Folgen, die werden... ein bisschen zäh werden. Das habe ich von Anfang an schon gesagt. Dass die ersten Folgen recht zäh werden können. Aua! Zweiter Teil. Weg da mit dir! So, da oben ist so ein starker Gegner wieder. Ja, es ist immer wichtig, eins, zwei und dann einmal stark hinhauen, damit das auch wirklich weg bleibt. Aua, aua, aua. Zack. Haha. Passt. Ja, ich finde das cool, dass die Gesundheit wieder raufgeht. Dass ich das trainiert habe, dass die Gesundheit wieder raufgeht. Ich weiß es überhaupt nicht, wo es da jetzt irgendwie lang geht. Da oben haben wir dann noch einen so einen Gegner. Eins, zwei und stark zuhauen, bevor er noch unten hinhaut und ich bin fertig. Was haben wir denn da unten jetzt schnell? Da könnte man auch hin, aber das bringt es nicht, weil da komme ich nämlich dahin, wo ich nicht hin will. Okay, das haben wir schon. Ja, da bin ich ja wieder da, ne? Also bringt sich's auch nicht wirklich was.
Nö, Leute, es bringt sich überhaupt nichts momentan. War ich da oben schon? Ja, nein, nö, war ich nicht. Aber da gehe ich jetzt auch nicht hin, Leute. Wow, es ist schon wieder eine Viertelstunde rum. Und ich renne nur herum. Ah, Leute. Das ist das, was mich ärgert. Also wenn ich da hingehe und da runterspringe. Ja, das bringt sich gar nichts. Somit gehe ich da mal zurück. Plakat des Dämmerzirkus, das hatten wir schon mal gelesen, genau. Dann eigentlich da, aber da bringt sich's auch nichts, Leute. Nö, das bringt sich ja überhaupt nichts. Da gehe ich da wieder runter. Da springe ich wieder runter. Das bringt sich ja gar nichts. Leute, jetzt hänge ich ja komplett hier. Somit bleibt mir nichts anderes über, als ich da mal hingehe und versuche irgendwie durchzulaufen. Sehr gut, da kommt jetzt einer angelaufen. Servus. Tschüss. Aber wie geht's da? Ah gut, okay. Jetzt haben wir gedacht, Leute, da ist irgendwas Besonderes oder so. Aber irgendwie auch nicht. Da muss ich irgendwas da machen können, Leute. Zack, zack. Und jetzt, zack. Und tschüss. So. Soll ich das jetzt riskieren, Leute? Nö, das bringt sie nichts. Schaut mal. Das geht sich dann nie aus, dass ich da irgendwie rüberkomme. Schaut mal, wie schnell das steigt, Leute. Da habe ich keine Chance. Leute, das geht nicht. Ich sterbe da. Ich komme da nie ran. Ich kann da auch nicht. Boah. Loch, passt. Leute, wie soll ich denn das wissen, dass sich das ausgeht, wenn ich so renne, so komisch. Leute, was haben wir da? Zerrissene Stellenanzeige, kenne ich schon. 20 Pförtner wollen die und keine Ahnung was. Ha, Leute! Oh mein Gott, da ist wieder so ein komischer. Aua, aua, aua! Leute. Axtfähigkeiten-Splitter erhalten. Ah, jetzt bin ich da. Also es ist sich doch ausgegangen, Leute. Aber die Folge ist um. Ich würde sagen, ich mache dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, da kommt dann irgendwo so ein Gnadenpunkt. Ein Gnadenpunkt. Das wäre ja so richtig mega, Leute. Oder Bossgegner. Oder ich weiß es echt nicht, ja. Ah, servus. So, die sind eher nicht ganz einfach.
Aber ich weiß jetzt, wie es weitergeht, Leute. Gott sei Dank. Also, ich spiele das wirklich blind, das Spiel. Komplett. So wie Elden Ring. Ach, Leute. Spiele ich auch dieses hier blind. Ja. Ihr Lieben, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten... Entschuldigung, na? Wahnsinn, Horsti. In der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Bis dahin. Game over und ciao.